Willkommen zurück zu Pokémon Gelb hier bei TGN und mit Neosan LPM. Im letzten Part haben wir Prismania City erreicht und konnten ein bisschen shoppen. Unter anderem haben wir uns Donnersteine geholt. Jawohl, denn schließlich wollen wir Pikachu dazu bringen, dass er sich entwickelt zu einem Raichu. Denn jeder weiß, mit einem Donnerstein wird ein Pikachu zu Raichu. Pikachu weigert sich. Ist auch böse, oder? Natürlich, es geht nicht. Aber ich habe gedacht, der Donnerstein geht davon weg. Ist doch nicht der Fall. Ach, egal. Ich will Evoli eigentlich nicht zu Blitz entwickeln. Ich habe mir nur gedacht... Na, was soll's. Egal, komm, wir machen erstmal. Wir gucken erstmal. Gehen hier ganz nach oben. Sensationell. Ein Haus im Haus, ganz klar. Hallöchen. Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Gameboy. Triff dich mit Freunden. Tausche Pokémon. Du bist ein Wahnsinnsheld. Markus erhält Evoli. Möchtest du Evoli einen Spitznamen geben? Ja, habe ich gedrückt. Meine aber nein. Nicht genug Platz fürs Pokémon. Evoli wurde mittels PC im Pokémon Box 1 transferiert. Kein Pokédex-Eintrag? Na gut. Wie dem auch sei. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Diskriminierung, Diskriminierung. So, wohin führt die Reise jetzt? Wir könnten die Spielhalle machen. Das werden wir auch tun. Das werden wir auch tun. Bevor wir in die Spielhalle gehen, holen wir uns allerdings den Münzkorb. Den gibt's wiederum woanders. Also los! Na, Oma. Was geht? Hi. Oh, ich möchte euch noch was zeigen. Das hier soll ein Hotel darstellen. Nee, falsch. Da ist ein Rocket bei der Oma drin. Sehr schön. Das hier. Ein Hotel. In diesem Hotel sind keine Pokémon erlaubt. Tut mir leid. Und sieh mal an, hier gibt es den... unsichtbaren PC. Er wurde entfernt. Ach, ärgerlich. Soweit ich weiß, wurde der entfernt im Pokémon Gelb. Den gab es nur im Pokémon Rot-Blau. Also wenn man hier A gedrückt hat, dann schaltet den PC ein und man konnte ganz normal den PC nutzen. Haben sie echt entfernt. Verdammt. Da wollte ich mal glänzen. Na gut. Hier gibt's auch was. Oh, P+. Wirklich nice. Am besten für so eine fette Attacke einsetzen wie Feuersturm oder Hydro-Pumpe so. Oder Donner, so Sachen. Wie dem auch sei. Wir wollten uns den Münzkorb schnappen. Hallo. Dann müssen wir hier rein. Alle am Futtern. Und du? Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken. Hier. Das kann ich jetzt einfach gebrauchen. Markus hält einen Münzkorb. Den brauchen wir, um die Münzen der Spielhalle zu lagern. Damit werde ich mich allerdings nicht lange aufhalten. Nee. Aber es liegen so viele Münzen herum, wie viele Münzen man bekommen kann. Allein dadurch, was man geschenkt bekommt und so. Es gab irgendwo auch 100. Die will ich finden zumindest. Oh, du stehst im Weg. Ich will dich nicht ansprechen. Geh baden. 10 Münzen. Und irgendwo gab es halt wirklich auch 100. Ich weiß sogar wo. Hehehe. Ich weiß es. Ich wusste es. Da haben wir die 100 Münzen. Die liegen einfach da auf dem Boden rum und keiner hebt's auf. Dann mache ich das. Aber wir kümmern uns lieber um diesen Rocket. Verschwinde von diesem Poster. Oder ich muss aufs Klo. Den machen wir wieder im Schnelldurchlauf fertig. Rasierblatt. Bist du down? Und mit Body Slam bist du down? Ja, und das war's auch schon. Verdammt. Scheiße. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt worden könnte. Also ihr habt es mitbekommen, eben hat sich was getan. Wir haben dieser Knallflor. Ist schön. Ich bin begeistert. Geil. Übrigens, wir können die ganzen Leute ansprechen. Die geben uns alle Münzen. Wir kriegen dadurch sehr viele Münzen, die wir ausgeben können. Und nein, wir sind keine Spielekultur. Wir wollen die Welt retten. Bewahren von dem fiesen Team Rocket. Team Rocket hat so ziemlich die langweiligsten Kämpfe überhaupt, deswegen. Da empfiehlt sich Speeden allemal. Allemal, Freunde, allemal.
Hier haben wir Fluchtseil. Wunderschön. Da können wir jederzeit entkommen. Aus diesem Irrsinn des Lebens. Und ich weiß schon, für was wir den Speed auch gut gebrauchen können hier. Oh Mann. So, Traumato weg mit. So, alles so. Hier unten geht's noch nicht weiter. Da kommen wir dann raus am Ende. So, noch tiefer hinab. Wollen wir mal ein anderes Pokémon trainieren? Ich meine, Bisasaur ist jetzt schon gut. Pikachu! So sieht's aus. Wird der erstmal trainiert. So. Donnerblitz gut gegen Zubat. Smogon weg. Level 31. Slimer. Donnerblitz weg. Zubat Donnerblitz weg. Radikal Donnerblitz weg. Herrlich. So, die gehen so verdammt langsam. Das ging in Feuerrot und Blattgrün dann deutlich schneller. Das hat ja immer Ewigkeiten gebraucht, deswegen. Nugget! Können wir dann auch verkaufen. Die Nuggets sind für nichts anderes da, als mit Geld zu machen. Ey, ich hasse es, wenn Pikachu im Weg steht. Dann haben wir hier Mondstein. Das sind schon wieder so viele Items, dass die Box davon voll wird bald. TM7, die war gut. Die war gut, aber was war das für eine? Ohrenbohrer, die war scheiße. Ich schmeiße jetzt noch nicht weg, aber ich glaube nicht, dass ich die einsetzen werde. So. Da kommen wir nach unten und ich glaube sogar, hier sind wir falsch. Denn wir benötigen erst, oder? Weiß nicht mehr. Komische Sache. Umschauen. Radfratz weg. Radikal weg. Radikal weg. Radfratz weg. Geht doch mit Ruckzuckieb, komm. Ein Item. Hypertrank. Und du? Ruckzuckieb, Slimer weg. Smogon, Ruckzuckieb weg. Ist schon deutlich schwächer. Level 32 für Pika. Alle mit Ruckzuckieb besiegt. Allerdings brauchen wir erst den Lüfteröffner. Wir sind hier falsch. Dass ich den Fehler auch jedes Mal wieder mache. Ernsthaft. Erstmal noch ein Stückchen runter. Ja, Mann, komm her. Ruckzuckieb weg. Scholo, Ruckzuckieb weg. Glutexo, Glut weg. Ah, hier gab's Mega-Hieb oder sowas. Das war die geile Attacke. Gib her. Zeig mal her. Risikotackle. Na, geht so. Kann jeder verdammt lernen. Du vielleicht. Mal schauen. Statt Kratzer wäre es doch empfehlenswert. Also los. Risiko-Tackle statt Kratzer. Was? Pikachu ist ja besiegt. Oh, verdammt. Den tun wir dann lieber heilen, weil der ärgert sich. Hat was mit der Sympathie zu tun. Naja. Weiber. Achso, wir wissen gar nicht das Geschlecht von dem Vieh, ne? Mystery, Galileo. Was für eine fröhliche Stadt im Gegensatz zu Lavandia. So. Wir sind wieder back in black. Zurück zur Spielhalle. Okay. Wir waren hier unten. Ich bin froh, dass ich den Weg noch nicht gemacht habe in diese Gewurschtel, in das Gewurschtel rein. Da war nichts. Okay. Okay. Nehme ich zur Kenntnis. So, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Wahnsinn. Schön. Nächste Rocket. Donnerblitz. Radikal, Donnerblitz. Traumato, Donnerblitz. So. Weiter geht die Reise. Noch tiefer. Oh mein Gott. Tief wie nie zuvor. Ein Item liegt auf dem Tisch. KP Plus.
Hallo. So. Er wird mir den Liftöffner niemals geben. Das doofe ist. Im Gegensatz. Okay. War es ein Rot und Blau so? Na egal. Liftöffner! Irgendwo war es so, dass man den nochmal ansprechen musste, ehe er den Liftöffner fallen gelassen hat. TM2, was war das denn? TM2 war. Klingensturm. Geh fort. Geh baden. Ich glaube sogar, das kann Klurak lernen, wenn er sich entwickelt hat. Aber, nee. Keine Attacke für das Muss. Muss nicht. Nein. Sonderbonbon heben wir uns auf. Für vor der Liga. So, Moment. Jetzt können wir wieder nach oben jumpen, ganz genau. Und den Liftöffner benutzen am Lift. Tschick. So. Tschick. Und badabum. Und badabum. Und badabum. Und badabum. Genau. Ach ja. So, hallo. Stockwerk, das unterste bitte. Kein Schritt weiter. Okay, cool. Ich habe mir schon gedacht, hier sieht es normalerweise anders aus, aber Jesse und James kommen mal wieder. Du hast unser Mondberg ganz schön gedemütigt. Aber Rache ist süß, du Rotznase. Gut, die besiegen wir im normalen Tempo. Jesse und James sind uns wert. Smogon! Oh mein Gott. Natürlich darf Pikachu alle bashen, wie im Anime. Setz Donnerblitz ein! Oh, er überlebt. Echt gut. Echt nicht übel. Oh, vergiftet. Das kann nicht wahr sein. Ruckzuck Hieb. Schade. Pikachu. Level 33 sieht gut aus. Sieht gut aus. Versucht, Agilität zu lernen. Kannst du gleich mal knicken? Soll eine Attacke vergessen werden? Nein, nicht erlernen. Ja. Mauzi dürfte von der Werte her schlechter sein als Smogon, oder? Jetzt mal ernsthaft. Mega-Hieb geht daneben. What the F? Deo, Deo. Zahltag. Hey, das Mauzi aus dem Anime kann gar keinen Zahltag. Da gab's Episoden davon. Staffel 2. Ja, ernsthaft. Wo es um den Zahltag von Mauzi ging. Ja, Pikachu sieht nicht gut aus, ne? Ah, den kriegst du schon noch down, aber... Kriegst du auch noch Retter? Das wird man sehen. Und die Wächter, die normalerweise da stehen? Die haben hier nichts zu melden, oder was? Die gibt's hier nicht in der gelben Edition. Ist ja interesting. So ein Hohlkopf. Na gut, wir setzen Gegengift ein, wenn wir's haben. Team Rocket, so schnell wie das Licht! Das war ein Schuss in den Ofen, hätte ich sagen müssen. Okay, Gegengift, Gegengift, Hyperheiler, Gegengift, Hyperheiler, Gegengift, Hyperheiler. War mal wieder typisch. Lass mal Pikachu zumindest nicht kämpfen, sondern Clutexo und Bisaflor. So. Eisen. Om nom nom. Ich weiß, es geht auf den Sack. Haltet durch, Freunde. Giovanni. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden, wischt. Okay, der spricht gar nicht so. Aber wenn es den Anime nicht gäbe, würde ich ihn so sprechen. Mhm. Er sieht ja auch aus wie so ein Mafiosi. Der er auch ist. So, ich glaube, mit Clutexo haben wir wirklich nicht so die besten Karten. Da wechseln wir wirklich zu Bisaflor. Der kann mit seinem Rasierblatt ganz schön aufräumen. Was, Megablock? Wird er auch nichts helfen. Rasierblatt in voller Wucht. Bam. Dürfte ausreichen. Trotz Megablock. Aber war auch ein Volltreffer, da wollen wir nichts sagen. Rihorn. Bleib einfach mal. Na, Rihorn, alles klar. Oh, Rasierblatt geht daneben. Hornattacke trifft. Und tötet mich, jawohl.
Was, warum geht so viel daneben? Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Was ist schon normal heutzutage? Auch Rihorn geht down. Immer Volltreffer. Die Volltrefferrate bei Rasierblatt war doch recht hoch, ja. Level 33 für Bizarre Floors. Nobility Card. Oh yeah. Na, der hat jetzt was mit der gelben Edition zu tun. Der erscheint normalerweise nicht. War ich der Meinung. Setzen Body Slam ein, das dürfte er überleben. Ist immerhin Level 29. Und Rasierblatt ist, glaube ich, effektiver aufgrund Step. Werden wir sehen. Ja. Ja, und Volltreffer natürlich. Schön. Nein, ich habe kläglich versagt. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem wirst du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von deinen Zielen. Wir werden uns wiedersehen. Wiedersehen. Sylphcope. Scope. Damit können wir Lavandia in den Turm rein und da aufräumen, bis die Schwarte kracht. Und genau das werden wir tun. Aber zuvor kehren wir an die Oberfläche zurück. Hier unten ist so stickische Luft. Ah, da wartet noch ein Trainer auf uns, das weiß ich. Komm, du noch schnell. Slimer weggebrutzelt und Smogon weggebrutzelt. Level 32 ist doch super. Herrlich! So, ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen, hier das Rocket-Lager auszumisten. Und, gut. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Dann geht's weiter mit dem Lavandia-Turm. Wird Pikachu es schaffen? Jedes Mal verliert er ein KP. Kann auch jetzt noch down gehen. Ist er aber nicht. Alle werden geheilt. Und schauen wir das nochmal kurz an, wie es aussieht. Hallo. Ja, alle auf Level 33. Nun, Lutexo, der erreicht das als nächstes. Coole Sache. Also, Freunde. Ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Bis dann, Leute. Und ciao.